Leute, ihr habt es durchgehalten. Ja. 2 Wochen lang Haferflocken bis zum Get-No. Und Penny. Psychische Spielchen bis zum Get-No. Und ihr habt alles überstanden. Ja. Könnt ihr ganz schön stolz auf euch. Ah, da fehlt eigentlich jetzt nur noch unsere Gewinnerin 2023. Und hier ist auch schon die bezaubernde, mystische Jelis. Lebst einfach, da ist sie schon wieder. Guck mal. Hallo, wunderschönen guten Abend. Glückwunsch, das war großartig. So. Glückwunsch! Danke, danke dir. Bitte setz dich gleich zum Peter. Möchtest du was trinken? Nein. Doch. Hm? Ja. Ja? Gerne. Ah. Auf leeren Magen. Na, ja. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Hast du damit gerechnet? Absolut gar nicht. Bevor das Format überhaupt losging, dachte ich mir, ich kann das schaffen. Und dann wurden so nach und nach die Kandidaten veröffentlicht. Und ich dachte, nee, da habe ich keine Chance. Und als ich dann am Ende auch mit Marco da saß, war für mich klar, Marco wird definitiv gewinnen. Am Anfang dachte ich, Jürgen und Marco werden auf jeden Fall im Finale stehen. Und dann haben sich immer wieder Sachen geändert, wo ich dann dachte, krass, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, ich dachte echt, dass Marco das Rennen macht. Wir jetzt freut euch mal alle los hier. Aber Remi, Demi, ja. Studio. Ich find's so süß. Keiner hat es durchgehalten. Ja. 2 Wochen aber habt lang. Ihr eigentlich noch, nee, ich glaub, alle das jetzt was denn los? Was denn? Ja? Nee, ich glaub, das war Achtung, hier. Was ist Farbe? Hier steht doch noch ein Glas. Das muss doch einem von euch gehören. Wir können doch hier nicht den teuren Alkohol so verschwenden. Nee. Drama ja. Entweder trinken alle aus Drama der Flasche. Drama geht weiter, merkst du es? Ich merk schon. Ihr wie sieht denn meine Figur eigentlich aus? Deine sieht die genauso oben, aus wie oder? Meine, ich schwör's dir. Ihr seht aus wie Transvestiten oder wie Dreck. Jelis, das ist Nasenpiercing. Hast du Hörner? Ich habe Nasenpiercing und Hörner. Und es steht Wasser Domina oder was steht vorne drauf? Drama. Entschuldigung, nein, ich habe meine... Ich habe meine Bitte vergleichen, wir haben die gleiche Frisur und das gleiche Gesicht. Well, ja. Marco, deine sieht halt leider aus wie ein Alien, ist, aber meine ja. Bin ich auch zufrieden mit, ne? Ach, guck mal, die Perlenkette ist aber gut drauf. Ja. Aber übrigens, irgendwie aus damit wie Alien, ihr wisst, also. Was auch draußen passiert ist, wir haben auch ein kleines Best-of von unserer kleinen Sendung. Ja, könnt ihr mal sehen, was bei uns los war die letzten 14 Tage. Jetzt seid ihr gespannt, ne? Okay, bitteschön, Late Night 23, das war's, Best-of. Alle, die nicht schlafen können, da sind wir für euch. Die Frau mit Big Brother Late Night Show. Und da haben wir drauf gewartet, oder? Ich werde geblitzt, denkst du? Ich weiß einfach nichts mehr, alles gelöscht. Deswegen, hey, wieder von neu. Bist mein großer Bruder, wir hätten da einen Job. Wow. Großer Bruder und ein Freund des Lebens. Mal Gruppenkuscheln. Grüß dich, mein Lieber. So, lass dich mal drücken. Hallo, wie geht's? Hi, wie geht das? Schön, dass du wieder in der normalen Welt bist. Hallo, schönen guten Abend. So, Champagner ist kalt gestellt. Ja! Ja, das ist doch! Ist das, wow! Habe ich was Grünes an? Nein. Ah. Hat er richtig gemacht. Das ist schon alles restauriert worden ist bei dem. Bin ich Matthias, mein Japan. Oh, what? Iconic einfach. Zeig mal kurz das Wort. Table Dancer. Hold Dance. Oh, ja. Dating-Format. Bums-Format. Ja, wenn wir wirklich Freunde wären, dann würdest du einen Scheiß nicht sagen. Philo. Hello. Hello. Okay, nehmt euch ein Zimmer. Heulen auf Knopfdruck. Oh, der ist ja. Ein Hagen. Hagen. Töten und lassen keine anderen Hagen. Ja. Jawohl! Ja. Und auch noch mit Iris. Du bist mein großer Bruder, du bist immer da. Das ist, unten ist der Mark Terenzi. Du bist immer da. Was zur Hölle? Könnt ihr jetzt mal entscheiden, welche Kamera ihr haben. Wir haben du hast 3 zur Auswahl, Chef. Also das ist hier 1:1, ne? Oh, nee, die sieht nicht aus wie ich. Nee, gar nicht. Oder? Mit dem berühmten Richterspruch, habt euch fast alle lieb, die Sitzung ist geschlossen. Weißt du wer? Ach, nein. Hör mal, wir der Lockenkopf. Ha? Der Lockenkopf. Ja, wer war das? Ja, wer wie war heißt das? Er denn? Ja, keine Ahnung. Ha? Was ich dir gesagt habe, das Pärchen. Ja. Hey, was redet ihr? Gary Secret.
Gary's Secret war hier. Oh. Ja, Gary's Secret. So Leute, wenn wir solche Sachen gesehen haben, haben wir etwas eingeführt bei uns in der Sendung. Das würden wir jetzt gerne mit euch zusammen machen. Nämlich einmal kurz in die innere Mitte kommen, eine kleine Meditation. Konzentriert euch, macht die Hände nach außen. Wieso? Atmet ganz tief ein. Und beim Ausatmen sagen wir ein lautes Fuck. Und nochmal einatmen, sterbe. Fuck. Und das hilft, oder? Es hilft. Warte, ihr wart zwei Wochen da. Scheiß da drauf. Es war doch super. Ihr habt eine super Zeit gehabt. Du nimmst 100.000 Euro mit. Deine Mama freut sich. Du freust dich. Ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, worauf du auch richtig stolz sein kannst. Wirklich. Also ich meine, da haben so viele Leute für dich angerufen, damit du hier als Siegerin rausgehst. Aber ihr alle habt eine tolle Zeit gehabt, habe ich das Gefühl. Und ja, es ist auch. Vor allem, also mit egal, wir machen das auch seit 10 Jahren. Also da... Also, nee, dieses Jahr war schon besonders. Ich war 18, als wir angefangen haben. Das sagst du jetzt, ja, oder? Nein. Sag ich nicht. Ach, Leute. Aber gut, ich sag euch aus Erfahrung, ihr werdet immer an diese Zeit zurückdenken. Ja. Ihr werdet es immer lieben. Und wir haben noch eine kleine Überraschung für dich. Guck mal, wisst ihr das mit dem Mistelzweig, dass man sich da küssen muss? Cute. Ja, jetzt seid ihr dran, Mädels. So, hier, ihr beiden auch mal. Wir kriegen das hin. Und jetzt pass auf. Oh, und ihr müsst euch auch küssen. Peter, nee, komm. Nicht nein, Peter, nein, warte. Nicht Peter. Wer denn? Ach so. Du bist ja immer noch da. Warte. Ich bin jetzt auch da.